EA Poe Productions liest kurze Prosastücke von Adelbert von Chamisso. Heute ein Brief an Julius Eduard Hitzig von Adelbert von Chamisso. Du vergissest niemanden. Du wirst dich noch eines gewissen Peter Schlemihls erinnern, den du in früheren Jahren ein paar Mal bei mir gesehen hast. Ein langbeiniger Bursch, den man ungeschickt glaubte, weil er linkisch war und der wegen seiner Trägheit für faul galt. Ich hatte ihn lieb. Du kannst ihn nicht vergessen haben, Eduard, wie er uns einmal in unserer grünen Zeit durch die Sonette lief. Ich brachte ihn mit auf einen der poetischen Tees, wo er mir noch während des Schreibens einschlief, ohne das Lesen abzuwarten. Nun erinnere ich mich auch eines Witzes, den du auf ihn machtest. Du hattest ihn nämlich schon, Gott weiß wo und wann, in einer alten schwarzen Kutka gesehen, die er freilich damals noch immer trug, und sagtest, der ganze Kerl wäre glücklich zu schätzen, wenn seine Seele nur halb so unsterblich wäre als seine Kutka. So wenig galt aber euch. Ich hatte ihn lieb. Von diesem Schlemihl nun, den ich seit langen Jahren aus dem Gesicht verloren hatte, rührt das Heft her, das ich dir mitteilen will. Dir nur, Eduard, meinem nächsten, innigsten Freunde, meinem besseren Ich, vor dem ich kein Geheimnis verwahren kann, teile ich es mit. Nur dir und, es versteht sich von selbst, unserem Fong, gleich dir in meiner Seele eingewurzelt, aber in ihm teile ich es bloß dem Freunde mit, nicht dem Dichter. Ihr werdet einsehen, wie unangenehm es mir sein würde, wenn etwa die Beichte, die ein ehrlicher Mann im Vertrauen auf meine Freundschaft und Redlichkeit an meiner Brust ablegt, in einem Dichterwerke an den Pranger geheftet würde. Oder nur, wenn überhaupt unheilig verfahren würde, wie mit einem Erzeugnis schlechten Witzes, mit einer Sache, die das nicht ist und nicht sein darf. Freilich muss ich selbst gestehen, dass es um die Geschichte schad ist, die unter des guten Mannes Feder nur albern geworden, dass sie nicht von einer geschickteren fremden Hand in ihrer eigenen ganzen komischen Kraft dargestellt werden kann. Was würde nicht Chapin daraus gemacht haben? Übrigens, lieber Freund, mögen hier manche genannt sein, die noch leben. Auch das will beachtet sein. Noch ein Wort über die Art, wie diese Blätter an mich gelangt sind. Gestern früh, bei meinem Erwachen, gab man sie mir ab. Ein wunderlicher Mann, der einen langen grauen Bart trug, eine ganz abgenützte schwarze Kurtka anhatte, eine botanische Kapsel darüber umgehangen und bei dem feuchten, regnichten Wetter Pantoffeln über seine Stiefel hatte, sich nach mir erkundigt und dieses für mich hinterlassen. Er hatte aus Berlin zu kommen vorgegeben. Kunersdorf, den 27. September 1813. Adelbert von Chamisso. P.S. Ich lege dir eine Zeichnung bei, die der kunstreiche Leopold, der eben an seinem Fenster stand, von der auffallenden Erscheinung entworfen hat. Als er den Wert, den ich auf diese Skizze legte, gesehen hat, hat er sie mir zu gerne geschenkt. An eben denselben von Fogg. Bewahren, lieber Eduard, sollen wir die Geschichte des armen Schlemihl, der Gestalt bewahren, dass sie vor Augen, die nicht hineinzusehen haben, beschirmt bleibe. Das ist eine schlimme Aufgabe. Es gibt solcher Anlagen eine ganze Menge, und welcher Sterbliche kann die Schicksale eines Manuskriptes bestimmen? Eines Dinges, das beinahe noch schlimmer zu hüten ist als ein gesprochenes Wort. Da mach ich's denn wie ein Schwindelnder, der in der Angst lieber gleich in den Abgrund springt. Ich lasse die ganze Geschichte drucken. Und doch, Eduard, es gibt ernstere und bessere Gründe für mein Benehmen. Es trügt mich alles oder in unserem lieben Deutschlande schlagen der Herzen viel, die den armen Schlemihl zu verstehen fähig sind und auch wert. Und über manch eines echten Landmannes Gesicht wird bei dem herben Scherz, den das Leben mit ihm und bei dem Arglosen, den er mit sich selbst treibt, ein gerührtes Lächeln ziehen. Und du, mein Eduard, wenn du das grundehrliche Buch ansiehst und dabei denkst, dass viele unbekannte Herzensverwandte es mit uns lieben lernen,
Willst auch vielleicht einen Balsamtropfen in die heiße Wunde fallen, die dir und allen, die dich lieben, der Tod geschlagen hat. Und endlich, es gibt, ich habe mich durch mannigfache Erfahrung davon überzeugt, es gibt für die gedruckten Bücher einen Genius, der sie in die rechten Hände bringt und, wenn nicht immer, doch sehr oft die Unrechten davon abhält. Auf alle Fälle hat er ein unsichtbares Vorhängeschloss vor jedwedem echten Geistes- und Gemütswerke und weiß mit einer ganz untrüglichen Geschicklichkeit auf- und zuzuschließen. Diesem Genius, mein sehr lieber Schmähil, vertraue ich dein Lächeln und deine Tränen an und somit Gott befohlen. Nennhausen, Ende Mai 1814, Vogue, an den Vogue von Hitzig. Da haben wir denn nun die Folgen deines verzweifelten Entschlusses, die Schneemehl-Historie, die wir als bloß unser anvertrautes Geheimnis bewahren sollen, drucken zu lassen, dass sie nicht allein Franzosen und Engländer, Holländer und Spanier übersetzt, Amerikaner aber den Engländern nachgedruckt, wie ich dies alles in meinen gelehrten Berlin des Breiteren gemeldet, sondern dass auch für unser liebes Deutschland eine neue Ausgabe mit den Zeichnungen der Englischen, die der berühmte Cruikshank nach dem Leben entworfen, veranstaltet wird, wodurch die Sache unstreitig noch viel mehr herumkommt. Hielte ich dich nicht für dein eigenmächtiges Verfahren, denn mir hast du 1814 ja kein Wort von der Herausgabe des Manuskriptes gesagt, hinlänglich dadurch bestraft, dass unser Camisso bei seiner Weltumsegelei in den Jahren 1815 bis 1818 sich gewiss in Chili und Kamtschatka und wohl gar bei seinem Freunde, dem seligen Taimaya Maya, auf Owuhu darüber beklagt haben wird, so fordere ich auch jetzt öffentlich Rechenschaft darüber von dir. Indes, auch hiervon abgesehen, geschehen ist geschehen, und recht hast du auch darin gehabt, dass viele, viele Befreundete in den 13 verhängnisvollen Jahren, seit es das Licht der Welt erblickte, das Büchlein mit uns lieb gewonnen. Nie werde ich die Stunde vergessen, in welcher ich es Hoffmann zuerst vorlas. Außer sich vor Vergnügen und Spannung hing er an meinen Lippen, bis ich vollendet hatte. Nicht erwarten konnte er, die persönliche Bekanntschaft des Dichters zu machen, und, sonst jeder Nachahmung so abhold, widerstand er doch der Versuchung nicht, die Idee des verlorenen Schattens in seiner Erzählung, die Abenteuer der Silvesternacht durch das verlorene Spiegelbild des Erasmus Spieker, ziemlich unglücklich zu variieren. Ja, unter die Kinder hat sich unsere wundersame Historie ihre Bahn zu brechen gewusst, denn als ich einst an einem hellen Winterabend mit ihrem Erzähler die Burgstraße hinaufging und er über einen ihn lachenden, auf der Glitschbahn beschäftigten Jungen unter seinen dir wohlbekannten Bärenmantel nahm und fortschleppte, hielt dieser ganz stille. Da er aber weder auf dem Boden niedergesetzt war und in gehöriger Ferne von dem, als ob nichts geschehen wäre, weitergegangenen, rief er mit lauter Stimme seinem Räuber nach. »Warte nur, Peter Schlemihl!« So, denke ich, wird der ehrliche Kauz auch in seinem neuen zierlichen Gewande viele erfreuen, die ihn der einfachen Kurtka von 1814 nicht gesehen. Diesen und jenen aber außerdem noch überraschend sein, in dem botanisierenden, weltumschiffenden, ehemals wohlbestallten königlich-preußischen Offizier, auch Historiographen des berühmten Peter Schlemihl, nebenher einen Lyriker kennenzulernen, der, er möge malaiische oder litauische Weisen anstimmen, überall dartut, dass er das poetische Herz auf der rechten Stelle hat. Darum, lieber Folk, seid ihr am Ende denn doch noch herzlich gedankt für die Veranstaltung der ersten Ausgabe und empfange mit unseren Freunden meinen Glückwunsch zu dieser zweiten. Berlin im Januar 1827. Eduard Hitzig.